Zwecklosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Killua gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Dass sie in den Kaiserpalast eingedrungen sind, war doch eine reine Verzweiflungstat. Die unbehaarten Affen schlagen jetzt blindlings um sich, da sie wissen, dass sie endgültig besiegt sind. Ihr Volk ist von ihnen zutiefst enttäuscht. Ich schlage vor, dass wir darauf verzichten, diese Lebewesen einem Verhör zu unterziehen. Sie gehören dir, mach mit ihnen, was du willst. Desintegrieren ist die gerechte Strafe. Meine Brüder, bitte beruhigt euch wieder. Sie sind keine Krieger. Nur Versager, sonst nichts. Unter ihnen ist ein Wesen, das würdig ist, wie ein Krieger behandelt zu werden. Es wird von allen Angel genannt. Immer noch aufsässig, Major Devereaux? Wenn wir Ihrer Gattung eine friedliche Koexistenz mit uns anbieten würden, stößt das sicher auf Ihre Ablehnung. Jeder weiß, dass die Kilrati so etwas nicht dulden. Richtig. Und jetzt, da sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat, ist Ihre Trotzhaltung eine pathetische und völlig unsinnige Geste. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Mögen Sie in Frieden ruhen. Frieden. Haben wir nicht schon verlernt, was das ist, Paladin? Ja, das fürchte ich auch, mein Junge. Zuerst die Tiger's Claw und jetzt das. Schluss damit! Die Katastrophen waren nicht deine Schuld. Du wirst der Einzige sein, der das denkt. Hier ist Colonel Christopher Blair, Meldung an Admiral Tolvan. Das Wrack der Concordia ist vor der Mistralküste auf Vespus geortet worden. Schadensbestimmung. Totalverlust. Es ist kein Lebensinhalt, nach der Anerkennung dieses Mannes zu gieren. Hat man was von Angel gehört? Nein. Ist das die offizielle Version? Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Verzeihung, Sir. Sagten Sie auf die Victory? Leiden Sie inzwischen etwa unter einem Gehörschaden, Colonel? Nein, Sir. Ich kann es nur... Die TCS Victory ist ein hervorragendes Raumschiff, das lange für die Konföderation geflogen ist. Ja, es kann auf eine lange Dienstzeit zurückblicken, Sir. Sie haben zu akzeptieren, wohin Sie abkommandiert werden. Natürlich ist mir klar, dass die dortige Unterbringung nicht ganz dem entspricht, was Sie gewöhnt sind. Nein, Sir, es liegt mir fern, Ihre Anweisungen... Die Victory wird enorm davon profitieren, einen Geschwaderkommandanten mit Ihrer Erfahrung zu bekommen. Vielen Dank, Sir.
Aber könnten wir nicht wenigstens klären, jetzt, da wir die Kilrathi verjagt haben, sowohl aus dem Gardell als auch aus dem Morpheus-System, kann ich es mir guten Gewissens leisten, sie auf die Victory nach Orsini zu schicken. Ich versuche Ihnen damit nur klarzumachen, dass sich unsere Lage verbessert hat. Die Konföderation hat in letzter Zeit große Fortschritte gemacht. Sie dürfen wegtreten. Sir, was wird aus meinem Antrag? Ah ja. Ihr Antrag war etwas überraschend für mich. Wie Sie wissen, erhalten nur diejenigen über Colonel Devereaux Auskunft, die informiert werden müssen. Ihr Shuttle wartet bereits auf Sie. Ja, Sir. Trotz neuerlicher Verluste in mehreren dicht bevölkerten Sektoren sind die Konföderationssprecher dafür, dass die Menschheit weiterhin an ihrer galaktischen Auseinandersetzung mit den Kilrathi festhält. Wir können beweisen, dass man Meldungen über feindliche Angriffe sowie über zivile und industrielle Verluste in eigenen Lagern einfach unter den Tisch fallen lässt. Wir wissen, dass es Pläne der Konföderierten gibt, die die Evakuierung der Erde betreffen, um damit die Existenz der Menschheit in einer anderen Galaxie zu sichern. Die Frage ist nur, wer darf mit und wer wird zurückgelassen? Die allerwichtigste Frage aber ist, wer entscheidet darüber? Willkommen auf der TCS Victory, Colonel. Danke, Captain. Man nennt sie inzwischen Schrotthaufen, Sally. Es ist mir eine große Freude, dich wiederzusehen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, Chris, die Pflicht ruft. Auch wenn ich es vorziehen würde, mit dir über die alten Zeiten zu plaudern. Danke, Hobbs. Wir unterhalten uns später. Schon gut. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie ist keine Concordia. Die Concordia existiert leider nicht mehr. Ja, was für ein Verlust. Es tut mir leid für Sie. Wie dem auch sei, jetzt gehören Sie zu meinem Schiff. Und ich erwarte, dass Sie sich jedes Mal die Füße abstreifen, wenn Sie es betreten. Ich habe den Großteil meines Lebens auf der Victory verbracht. Ich war auf dem ersten Flug als Kommunikationsoffizier dabei. Nun, Sir, ich gebe zu, dass ich mich auf diesen Einsatz nicht gefreut habe, aber jetzt, da ich weiß, dass ein so erstklassiger Pilot wie Royal Gunner Harless zur Crew gehört... Ah, Hobbs. Ja, er ist mein Stellvertreter. Wieso fliegt er nicht? Es war sein eigener Wunsch. Ich weiß alles über die Heldentaten, die er gemeinsam mit Ihnen vollbracht hat, Colonel. Aber hier ist keiner bereit, mit einem Kilrathi in seinem Geschwader zu fliegen. Er ist der Beste. Sein Ruf ist ausgezeichnet. Ist das hier überhaupt nichts wert? Er hat es selbst so gewollt. Captain Eisen, ich will Ihnen nichts vorschreiben. Es ist Ihr Schiff. Aber ich bestehe darauf, dass Hobbs sofort wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird. Das ist sehr ehrenwert von Ihnen, Colonel, aber wer... Ich, Commander. Ich fliege mit ihm. Er ist der beste Kampfpilot, den ich je hatte. Willkommen an Bord, alter Freund. Ich muss sagen, du siehst aus wie das blühende Leben. Sag bloß, dieser Krieg gefällt dir. Er gefällt mir so gut wie kaputte Landeklappen. Schön, dich wiederzusehen. Danke. Und wie geht's unserer Gefährtin Angel, der besten Pilotin aller Zeiten? Leider weiß ich das nicht. Hab schon lange nichts mehr von ihr gehört. Sieht so aus, als würde sie undercover für Tolvin arbeiten. Bevor ich's vergesse, ich hab dich auf die Pilotenliste setzen lassen. Aber ich habe doch beantragt nicht mehr. Das ist mir egal. Ich will, dass du mich auf meiner ersten Mission begleitest.
Das ist Unsinn. Hier gibt es viele tapfere Piloten, die bestens ausgebildet sind. Ja, aber wenn ich mein Leben riskiere, dann brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich werde mich bemühen, dich nicht zu enttäuschen, mein Freund. Lieutenant Rawlins, Kommunikationsoffizier, wie geht's? Hat Ihnen unser Captain eine fröhliche Rede gehalten? Sowas Ähnliches. Das Gute ist, dass es hier nicht lange dauert, bis man die Phrasendrescherei hinter sich hat. Captain Eisen glaubt an seine Besatzung und an sein Schiff. Das ist gut für die Stimmung unter den Leuten. Ja, aber Sie haben die Meldungen nicht so verfolgt wie ich, sonst würden Sie in den nächsten Nanosekunden von hier verschwinden. Soll das etwa bedeuten, dass der Führungsstab was verschweigt? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn Sie hier ehrliche Musik hören wollen, dann wenden Sie sich am besten an Radio Rawlins. Vielleicht rettet Ihnen das Ihr Leben. Hey, Hobbs! Haben Sie Lust auf ein Spielchen? Ich setze meinen Wochenlohn auf ein Blatt. Ich habe kein Interesse. Nein, danke. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Und unsere spärliche Freizeit opfern wir auch nicht, um irgendwelche überflüssigen Benimmregeln auswendig zu lernen. Tja, man muss sich seiner Umgebung wohl oder übel anpassen. Wem sagen Sie das? Und es ist gar nicht so leicht. Kein Wunder, dass Ihr Spitzname Vagabond ist. Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, wie ich sehe. Ja, ich habe die ganze Galaxie bereist. Ihr Lebenslauf weist viele Lücken auf. Er ist ziemlich unvollständig. Ganz zu schweigen von Ihrer Einsatzakte. Kann ich was dafür, wenn man beschließt, meine Daten zu löschen? Manchmal ist mir der Konföderationsrat so fremd wie der Feind. Wir sind hier eine gute Mannschaft, Colonel. Auch wenn ein paar Lebensläufe unvollständig sind. Geben Sie uns eine Chance. Hallo, mon ami. Ich hoffe, du und alle anderen auf der Concordia habt einen guten Flug. Ich bin gerade dabei, einen verdeckten Einsatz mit Admiral Tolvin hinter mich zu bringen. Ich fürchte, wir werden noch etwas länger getrennt sein. Aber denk immer daran. Je t'aime. Ich liebe dich. Dann stell dir vor, was ich dann getan habe. Nein, ich sag's dir. Ich zog eine ganz enge Schleife, hängte mich hinter das Katzenvieh und feuerte meine Raketen. Boom! Das Vieh war bloß noch Katzensteu. Ja, dem hab ich's gezeigt. Und dann sind die... Na, sowas. Na, wen haben wir denn da? Den Colonel. Tut mir leid, ich schaffte es nicht auf Ihre Willkommensparty. Wahrscheinlich hatten Sie da Termine, die unaufschiebbar und viel wichtiger waren, Maniac. Wenn die Pflicht ruft, bin ich zur Stelle. Frauen stehen auf den Duft des Erfolgs. Aha. Irgendwie bin ich überrascht, dass Sie bis jetzt nicht abgeschossen wurden, Maniac. Von Freunden meine ich natürlich. Sie glauben es nicht, aber manchen gefällt mein Flugstil. Ich will nur, dass wir den Krieg gewinnen, okay? Ich nehme an, dass Vorschriften für Sie Priorität haben. Ich gehe keine dummen Risiken ein. Apropos dumm, ich habe gehört, Sie setzten Hobbs wieder auf die Pilotenliste. Mann, oh Mann, wie schnell sich auf der Victory Nachrichten verbreiten. Ich begreife nicht, was Sie an dieser Katze finden. Ich brauche jemanden neben mir, auf den ich mich verlassen kann. Sie können doch keinem trauen, der bereit ist, sein eigenes Volk zu töten. Wen ich mir als Flankenpiloten aussuche, Major, liegt ganz bei mir. Das ist ein Privileg meines Ranges. Ich wette, Sie stehen jede Nacht auf und polieren das Ding. Nein, Sie irren sich. Ich habe genug Majors, die das für mich tun. Der Unterschied unserer Ränge ist nur Formsache. Wir wissen, wer der Bessere im Cockpit ist. Ja, allerdings. Cheftechniker Ray braucht sofort ein Reinigungsteam in seinem... Ich muss dir noch was erzählen. Hör zu. Colonel Blair, bitte sofort in der Kommandozentrale melden. Ja,
Sicher, Sir. Ach, kommen Sie rein, Colonel. Es wird Zeit festzustellen, ob Ihr guter Ruf berechtigt ist. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass die Präsenz der Kilrathi hier im Orsini-Sonnensystem ständig größer wird. Sie und Ihr Flankenpilot werden also einen Patrouillenflug in diese drei Zonen durchführen und die Gegend von jeglichen Feinden, auf die Sie treffen, säubern. Alles klar? Voll und ganz, Sir. Sehr gut. Sie brechen sofort auf. Cheftechnikerin Rachel Coriolis, willkommen auf der Victory. Sie wollen diesen Einsatz mit Hobbs fliegen? Richtig. Haben Sie was dagegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich halte ihn für einen verflucht guten Kampfpiloten. Hier ist sie, die Hellcat 5. Sie ist durchgecheckt und wartet nur darauf, ein ordentliches Spektakel zu veranstalten. Vielen Dank. Was ist mit den Geschützen? Ist alles erledigt. Der Captain gibt die Einsatzdetails an mich weiter. Und dann lege ich fest, was waffenmäßig gebraucht wird. Ach ja? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie suchen Ihre Waffen selbst aus, oder Sie vertrauen mir und fliegen mit dem von mir festgelegten Arsenal. Ich werde Sie nie enttäuschen, das kann ich Ihnen versprechen. Danke. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund. Ja, das war wie in den alten Zeiten, nicht wahr? Ich muss schon sagen, war ein gutes Gefühl, wieder mal rauszukommen und mitfliegen zu dürfen. Für dein Vertrauen danke ich dir. Bis in alle Ewigkeit. Ach, Schwamm drüber, Hobbs. Du bist jetzt wieder da, wo du hingehörst. Oh, guten Tag, Sir. Ja, schon gut, Lieutenant. Spielen Sie weiter. Verzeihung, Sir. Das ist ein Lied, das aus Celeste stammt. Sehen Sie, Musik sagt viel über die Bewohner eines Planeten aus. In manchen Sektoren kann man nur Mollakkorde hören. Da möchte man am liebsten verschwinden und Amok laufen. Aber das hier ist ein fröhlicher Song. Und da fühlt man so richtig, wie das Blut schneller in den Adern fließt. Sind Sie Pilot, Lieutenant, oder Musiker? Oh, ich bin Pilot, Sir. Noch dazu ein guter, das beweist meine Trefferquote. Aber meine Familie? Die baut Gitarren seit vielen Generationen. Ich habe eine, die ist schon fast 200 Jahre alt. Ihr Klang, der wird immer schöner und satter. Irgendwann werde ich ein Restaurant aufmachen und lass dort die besten Musiker auftreten. Für Kampfpiloten, wie ich es bin oder Sie. Wer weiß, wie viele von uns überleben werden. Am besten, Sie suchen sich andere Stammkunden. Von mir aus. Dieses Lokal wird sicher ein ganz großer Erfolg. Ich werde dann tagelang faulenzen, den schönen Frauen 1000 Komplimente machen und den Gitarrenklängen lauschen. Das ist ein schöner Traum, Vaquero. Halten Sie an ihm fest. Ja, das mache ich, Sir. Für manche ist das Töten das reinste Vergnügen. Ich tue es nur, weil es meine Pflicht ist, verstehen Sie? Wir sollten mal miteinander reden, Lieutenant. Da gibt's nicht viel zu reden, fürchte ich. Sie sind mit der Katze geflogen und haben Ihren Auftrag erfüllt. Falls Sie damit Hobbs machen... Ich kann nicht mit ihm fliegen, Sir. Als Mitglied dieser Crew müssen Sie das früher oder später tun. Ist Sie das klar? Sie bestehen besser nicht darauf. Ich werde ihn nicht verteidigen. Wieso nicht? Sagen wir einfach, ich bin etwas starrköpfig. Und nichts, was Sie tun, wird daran was ändern. Na gut. Ich werde versuchen, Sie und Hobbs bei Offensiveinsätzen getrennt zu halten. Ich will aber keine bevorzugte Behandlung. Wir brauchen jeden guten Piloten, den wir haben. Und nur damit Sie es wissen, ich vertraue Hobbs blindlings. Das ist Ihre Sache. Hi, Colonel. Hi. Setzen Sie sich doch. Oh, danke. Sagen Sie es mir, falls ich mich täusche, aber es heißt, dass ein Testpilot mit der neuen Excalibur zu uns unterwegs ist, stimmt das? Der Führungsstab erzählt mir auch nicht alles. Hoffentlich stimmt's. Ich würde mir gern die Finger an so einem Ding schmutzig machen. Ihr Job macht Ihnen wirklich Spaß. Ich hoffe bloß, dass der Testpilot kein Pedant ist, der mich nichts anfassen lässt. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie sagen, was Sache ist. Ich bin für klare Linien, deshalb fühle ich mich in meinem Beruf auch so wohl. Entweder ein Motor funktioniert oder nicht. Maschinen lügen nicht. Ja, jedenfalls nicht so viel wie die Menschen. Urteilen Sie nicht zu streng über Menschen? Sie müssen eine Inspektionsstand halten, wie alles andere auch. Sowas ist mühselig und dauert viele Stunden. Und was ist mit meiner Inspektion? Verläuft sie erfolgreich? Nur Auserwählte werden der Inspektion unterzogen.
Sir? Man nennt sie Flint, richtig? Sie haben sich den Einsatzplan angesehen. Sie wollen also mitfliegen, Lieutenant? Sir, ich stamme aus einer uralten Kampfpilotenfamilie. Mein Bruder, mein Vater und mein Großvater, alles Kampfpiloten. Es liegt mir sozusagen im Blut. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich weiß alles über Sie. Ich habe gedacht, dass Sie über die Leute auf der Victory Erkundigungen einziehen. Wir alle haben viel geleistet. Wir sind keine zweite Garnitur. Das habe ich auch niemals gesagt. Sie befürchten wohl, dass ich bei der ersten Feindberührung versage. Das nicht, aber vielleicht bei der 20. oder 30. Vielleicht tauchen dann leichte Ermüdungserscheinungen bei Ihnen auf. Ich kann bei meinen Kampfpiloten keinerlei Risiko eingehen. Nichts für ungut, Sir, aber wenn Sie nur fliegen wollen, wenn es risikolos ist, dann werden Sie nicht sehr viel fliegen. Wen empfehlen Sie mir als Piloten? Oh, ich würde es nie wagen, einen Vorschlag zu machen, Sir. Das wäre anmaßend. Können wir uns an die Arbeit machen? Ich bin soweit. Ein konföderierten Ziviltransportschiff ist im Orsini-Gebiet unterwegs. Es benötigt Begleitung. Insbesondere, da uns die Abwehr gemeldet hat, dass die Kilowathi eine neue und gut getarnte Rakete testen wollen. Die Konföderierten haben diese neue Waffe Skipper getauft, weil die Rakete alle paar Sekunden hinter ihrer Tarnung verschwindet und dann wieder zum Vorschein kommt, um mit ihrem Ziel in Verbindung zu bleiben. Man kann sie also immer nur für ein paar Sekunden orten. Hier steht also das Leben von Privatpersonen auf dem Spiel. Ich gebe mein Bestes, Captain. Davon bin ich überzeugt. Geht's zur Brücke. Die Konföderierten erwarten meinen Flugbericht. Ich habe die Funksprüche gehört, die reingekommen sind. Seit wann haben Sie Flash als Spitznamen? Seit meinem ersten Akademietag. Ich finde, man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Stil hat. Der Vogel ist noch Geheimsache, Freunde. Können Sie Ihre Leute ein Weilchen davon fernhalten, Colonel... Christopher Blair. Ah, über Sie habe ich mal was gelesen, aber das ist schon ewig her. Stimmt's, dass Piloten nicht alt werden, sondern besser? Nur die Guten. Vielleicht liest man auch mal was über Sie. Diese Excalibur ist ein tolles ein Bird, Schiff. Bitte. Aber wie ich mir schon dachte, der Pilot ist ein pedantischer Idiot. Lässt er Sie das Schiff nicht anfassen? Ich kann mit diesen Händen jeden Motor dazu bringen, dass er besser funktioniert. Natürlich, etwas Pflege schadet nie. Mag sein, dass er mich jetzt nicht braucht, aber irgendwann muss er bestimmt eine alte Schrottmühle fliegen. Und dann werden wir ja sehen, wie er angekrochen kommt. Würden Sie gern einen Ausflug mit der Excalibur machen? Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt vorbeikommen, könnte rein zufällig der Zündschlüssel stecken. Ich habe schon lange keine heimlichen Spritztouren mehr gemacht. Na, dann wird es ja wieder Zeit. Wenn Sie mir nur nicht immer diese Schlaumeier von der Akademie schicken würden. Jugend und Weisheit sind zwei Dinge, die sich widersprechen, Captain. Es ist immer noch Ihr Schiff, Captain. Sein direkter Vorgesetzter ist Admiral Tolvin. Colonel, wir werden angegriffen. Flugzeuge startklar machen. Achtung, höchste Alarmstufe. Alle Flieger sofort startklar machen. Alle Flieger sofort startklar machen. Das ist keine Übung. Was tun Sie hier zum Teufel? Ich versuche etwas zu schlafen, Sir. Heißt das, dass Sie den Alarm nicht gehört haben? Doch, davon wurde ich kurz wach. Verflucht nochmal, wir sind angegriffen worden, Flash! Ich bin viel zu viel wert, um in diesen Gefechten verheizt zu werden. Aber viele Piloten sind jetzt tot, Sie Schwein, Sie Mieses! Wir sind im Krieg, da müssen viele sterben. Sie haben das nie gesehen, habe ich recht? Was gesehen? Na, gesehen, wie Piloten, Menschen, die Sie gekannt haben, in Ihrem Cockpit verbrannt sind. Ich leiste meinen Beitrag für die Konföderierten. Ich glaube nicht, dass ich jemanden kenne, der so viel Angst hat wie Sie. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe meine Befehle. Ja. Dank dieser Ausrede können Sie sich vor den Einsätzen drücken, Sie Feigling.
Man sollte den Kerl erschießen, wenn du mich fragst. Oder wenigstens beim nächsten Flug an meinen Düsen befestigen. Maniac, deine Lösungsvorschläge sind wie immer konfus. Wie du ja weißt, ergreife ich jede Gelegenheit zu fliegen. Ich bin verrückt danach. Irgendwann werden die meine Leiche aus dem Cockpit kratzen müssen. Ach, hör auf damit. Du weißt doch, dass Eigenlob nur stinkt. Unser Colonel wird ihn schon zur Raison bringen. Ach was, unser Colonel hat weniger Mut als eine... An ihrer Stelle würde ich diesen Satz nicht beenden. Major. Wir haben nur ein paar Spekulationen über den neuen Kampfpiloten angestellt, Sir. Aha. Wir werden bald herausgefunden haben, wie viel dieser Angeber Flash wirklich taugt. Das garantiere ich Ihnen. Du findest das wohl lustig. Kommen Sie, wir müssen eine schnelle Entscheidung treffen. Wir werden momentan nicht attackiert, weil die Kilorathi Wichtigeres zu tun haben. Sie haben Tamayo 2 im Visier. Ihre Transporte sind bereits dorthin unterwegs. Wenn Sie und Ihr Geschwader durch die Abschirmung kommen, haben wir eine Chance, die Transportschiffe zu zerstören. Wir brauchen dazu eine Menge Feuerkraft, und zwar schnell. Brausen Sie mit allen los. Ich will unsere Flugdecks leer sehen. Bin schon unterwegs, Sir. Hören Sie. Das war eine Unverschämtheit, Colonel. Irgendjemand musste ja etwas unternehmen, Major Dillon. Jemand in Ihrem Alter kann mit seinem hochmodernen Prototyp nicht mehr umgehen. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir unseren Neuen am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Hey, welche billige Ausrede haben Sie diesmal? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich weiß, wie gern Sie an meiner Stelle wären. Aber die Konföderierten nehmen nun mal keine Renten als Testpiloten. Wo haben Sie diesen Schwachsinn gelernt? Bringt man euch Grünschnäbeln auf der Akademie nicht mehr das Fliegen bei? Hören Sie, das brauche ich mir nicht von Ihnen gefallen zu lassen. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Treffen wir uns um 9 am Simulator, dann sehen wir, wer besser fliegen kann. Ich weiß, dass es Sie beide juckt, aufeinander loszugehen. Sir, ich kann doch nicht immer wieder... Normalerweise halte ich überhaupt nichts von solchen blödsinnigen Macho-Spielereien, Colonel. Und was die Teammoral angeht, riskieren Sie viel. Wenn Sie verlieren, werden Sie bei den Leuten hier nicht mehr sehr beliebt sein. Deshalb gebe ich Ihnen einen guten Rat. Zeigen Sie diesem Wicht, wo seine Grenzen sind. Hm? In Ordnung, Sir. Die rot gekennzeichneten Bereiche sind ausschließlich für vorbehalten. Glückwunsch, jetzt haben wir einen neuen Superkampfpiloten. Aber gegen die Karathi zu kämpfen, ist trotzdem was ganz anderes. Sag mir, ob es dieses Sonnensystem wert ist, dass wir es überfallen. Ich weiß es nicht. Seine Mineralressourcen sind bis aufs Letzte aufgebraucht. Aber es ist immer noch ein guter Lieferant für Sklaven, obwohl die Bevölkerung dieser Planeten noch nie besonders gefügig war. An Sklaven herrscht bei uns zurzeit kein Mangel. Überlassen wir den Terranern dieses Sonnensystem. Ist das euer Ernst, mein Prinz? Mir stellen sich die Barthaare auch bei dem Gedanken, dass ihr... Wie heißt nochmal das seltsame Wort, das die Terraner dafür haben? Kapitulation. Nein, das siehst du falsch. Ich habe vor, den Erdbewohnern einen Denkzettel zu verpassen. Sie können das Sonnensystem zwar ohne Kampf haben, aber vorher werden wir es für sie nutzlos machen. Hast du verstanden? Ihr trefft wie immer, mein Prinz, nur weise Entscheidungen. Ich kenne das System. Hier gibt es viele Unterschlupfmöglichkeiten. Zum ersten Mal hier? Das ist mein Heimatsystem. Mein Vater hat mir hier alles beigebracht, was ich übers Fliegen weiß. Eigentlich wollte er sein Wissen an meinen Bruder weitergeben, aber die Kilorathi funkten dazwischen. Tut mir leid. Ist schon gut. Jeder hat irgendeinen Verlust zu beklagen. Wieso sollte ich eine Ausnahme sein? Waren Sie seitdem wieder hier? Mm-mm. Welcher ist Ihr Heimatplanet? Der da. Es war eine wundervolle Welt. Dunkle, samtene Nächte und brennende Monde, die uns helle und heiße Stunden schenkten. Die Insekten haben gesungen. Und zwar verschiedene Serenaden, je nachdem, wie nah die Monde waren. Ja, mein Bruder und ich, wir liebten diesen Gesang. Wissen Sie noch, wie es vor dem Krieg war? Nein, das habe ich verdrängt.
Sir, wie Sie sehen, habe ich eine Rechnung zu begleichen. Ich kann bei den Einsätzen nicht mehr die passive Rolle spielen. Ich will am Geschehen aktiv teilnehmen. Flint, wenn Sie mitfliegen, kann ich mich dann auf Sie verlassen? Oder wollen Sie Ihren Bruder rächen? Colonel, ich entschuldige mich für das, was mir rausgerutscht ist. Ah, nur für das? Naja, ich kann genauso gut fliegen wie Sie, das weiß ich. Sollen wir nochmal gegeneinander antreten? Nein, ich beweise es Ihnen lieber da draußen. Das heißt, falls Sie mich für gut genug halten, um bei Ihnen mitzufliegen. Ich setze Sie auf die Liste. Sie kriegen Ihre Chance. Genau wie die anderen. Danke, Sir. Sie waren schon mal in diesem Sektor, richtig? Es heißt, die Kilrathi wären ziemlich hart mit diesem Planeten umgesprungen. Lokanda ist immer schon heiß umkämpft gewesen. Ich kannte ein abgelegenes Sonnensystem, das diesen Kilrathi vor einigen Wochen in die Hände fiel. Nachdem sie alles zerstört hatten, sind sie nicht einfach weitergezogen. Nein, diese Ungeheuer versprühten dort einen neuen Kampfstoff. Und jetzt ist dieses ganze Sonnensystem mit Gift verseucht. Übel, nicht wahr? Niemand darf dorthin. Ich habe gehört, dass der Sektor unter Quarantäne gestellt wurde. Und niemand verliert ein Wort darüber. Nichts, was diese Kilrathi machen, kann mich noch überraschen. Aber wenn wir unseren Job anständig verrichten, dann haben diese Wesen keine Chancen. Colonel, die Kilrathi setzen möglicherweise Biowaffen ein. Davon ist mir nichts bekannt. Die Kilrathi arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung dieser Waffen. Und irgendwann müssen sie sie ja mal ausprobieren, oder? Würden Sie mir verraten, woher Sie so viel über die Kilrathi wissen? Sie können es glauben oder auch nicht, ganz wie Sie wollen. Reden Sie nicht solchen Unsinn. Das ist sehr wichtig. Und ich bevorzuge es, die Hintergründe zu kennen. Diese Planeten habe ich vor Jahren überfallen. Ja, ich weiß. Über die neuesten Meldungen kann ich mich nur wundern. Angeblich haben die Kilrathi vor diesem System kapituliert. Seltsam. Kapitulation. Ich kenne dieses Wort, das aus deiner Sprache kommt, aber ich kann den Sinn noch immer nicht ganz begreifen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was meine ehemaligen Kameraden vorhaben. Die Kilrathi sind gefährlich, weil man nie weiß, was ihnen als nächstes einfällt. Fangen wir gleich an, Colonel. Ja, Sir. Was die Kilrathi-Operationen anbelangt, haben wir leider noch immer mehr Fragen als Antworten. Ein Teil der Kilrathi-Streitkräfte zieht ab, aber die anderen Einheiten nähern sich Lokanda 4. Die Abwehr meint, sie haben Torpedos an Bord, die mit einer neuen Art von Biokampfstoff ausgerüstet sind. Damit kann in Minutenschnelle eine Seuche über den ganzen Planeten verbreitet werden. Falls die Abwehr recht hat, beträgt die Halbwertszeit dieses Virus mehr als 500 Jahre. Colonel, wir können es nicht zulassen, dass auch nur ein einziger der Torpedos den Planeten trifft. Wenn es sich nämlich tatsächlich um Biokampfgas handelt, wird die Zivilbevölkerung von Lokanda 4 einen langsamen und qualvollen Tod sterben. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als möglichst schnell von hier zu verschwinden. Viel Glück, Colonel. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Ah, vergessen wir es. Manchmal geht's mir genauso. Dann würde ich jedem Kilrathi am liebsten selbst den Hals umdrehen. Pass auf dich auf. Cobra ist eine gute Kämpferin. Sie hat zu viel riskiert. Wir fliegen hier keine Selbstmordeinsätze. Wir führen diesen Krieg, um zu überleben, nicht um zu sterben. Fliegen Sie mit dem Kopf und ohne Gefühle. Heißt das, Sie sind noch nie mit dem Herzen geflogen? Wenn ich das mal tue, dann erwarte ich einen gewaltigen Anschiss von Ihnen. Das ist ein Befehl. Sir, mein Vater hat uns Kindern keine Märchen vorgelesen, sondern die Dienstvorschriften. Ich weiß, dass Sie jetzt gewisse Maßnahmen ergreifen müssen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es folgen die neuesten Nachrichten. Glauben Sie immer noch an das Märchen, dass wir den Krieg gewinnen? Warum sind Sie so vom Gegenteil überzeugt? Nun, weil ich nicht blind bin und sehe, dass die Lage immer katastrophaler wird. Ich höre wohl schlecht. Tatsache ist, dass wir seit Wochen keinen Urlaub kriegen. Tatsache ist, dass wir nur noch Verteidigungsmissionen erfüllen. Tatsache ist, dass sich unsere ganze Streitmacht zurückzieht. Sagen Sie selbst, bilde ich mir das nur ein oder löst sich das, was wir
wir erreicht haben, in nichts auf. Tatsache ist, dass wir anscheinend einen Kommunikationsoffizier an Bord haben, der viel zu viel Freizeit hat und der auf gefährliche Art und Weise Angst und Zweifel auf dem Schiff verbreitet. Wenn Sie es noch einmal wagen, die Leute mit Ihren Theorien vollzulabern, dann lasse ich Sie zur Müllrecycling-Einheit versetzen. Sie hören Barbara Miles mit den neuesten Nachrichten. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ewig so sein? Ewig, das ist nicht lange genug. Tja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll oder Sie verfluchen soll, weil Sie Flash für uns gewonnen haben. Ein wenig von beidem, würde ich sagen. Ich wünschte, ich hätte mehr Piloten wie Sie. Vielleicht wäre der Krieg dann früher beendet. Ich freue mich, dass Sie es sogar auf der Victory geschafft haben, Ihren Level zu halten. Danke, Sir. Colonel? Können wir uns inoffiziell unterhalten? Das tun wir doch oft. Ja, das gefällt mir auch so an Ihnen. Tja, weil Sie mir sympathisch sind, möchte ich Ihnen was sagen. Und? Was ist das? Den Blick, den Sie zurzeit drauf haben, kenne ich gut. Ich hatte mal einen Freund und der war Kampfpilot. Eines Tages musste er mit ansehen, wie sein Flankenpilot abgeschossen wurde. Er glaubte, dass es seine Schuld war, ganz egal, was wir sagten. Er hat sich eine Thunderbolt geschnappt und ist stur drauf losgeflogen. Er erreichte einen Jump Point, gerade als die Kirathi durchfliegen wollten. Es gab ein ziemliches Feuerwerk. Er könnte heute noch am Leben sein. Er wurde nie gefunden. Er blieb verschollen. Und Ihr Ausdruck, Sir, ist derselbe, den er hatte, kurz bevor er von uns weggeflogen ist. Wollen Sie darüber reden? Ich hatte eine Freundin. Ihr Verlust ist ein Albtraum für mich. Ich werde sie nie vergessen. Vielleicht hat sie ihr Shuttle auf neutralem Gebiet zurückgelassen. Vielleicht will sie sich dem Krieg entziehen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sie sich wieder meldet. Irgendwann muss ich von ihr hören. Oder auch nicht. Hey, wer weiß, vielleicht hat Ihre Freundin meinen Freund da draußen kennengelernt. Dann würden sie wenigstens noch leben. Ja. Aber dann würde ich ihn umbringen, wenn er auftaucht. Wenn das nicht unser Casanova persönlich ist. Ich habe gesehen, wie Sie unsere Mechanikerin angebaggert haben. Stehen Sie auf blond? Eifersüchtig? Oh, sie flachzulegen ist wirklich kein Manöver, das sehr risikoreich wäre. So gehässig redet nur ein Mann, der sich eine Abfuhr geholt hat und das nicht verwinden kann. Ja. Ach, Mann, dieses Heft kenne ich jetzt auch schon in- und auswendig. Dieser Einsatz macht mich wirklich glücklich. Weil der Einsatz keine persönlichen Gefühle auffüllt? Ja, Sir, Sie haben recht. Ich weiß, auf diesem Planeten sind Menschen, die genauso gern leben wie die Menschen, die ich im Lokanda-System gekannt habe, aber sie sind nicht so real für mich, verstehen Sie das? Tja, ich kann sie mir nicht als Individuen vorstellen. Sie wären ziemlich schnell ausgebrannt, wenn Sie das könnten. Tja, manchmal hasse ich mich, weil ich diesen Krieg für richtig halte und froh darüber bin. Ja, ich habe eine Frau gekannt, die ganz genauso empfunden hat. Sie kämpfte gegen die Ungerechtigkeit. Für mich zählt nur die Fliegerei. Es ist, als wäre ich völlig frei. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, nur Piloten kennen diese Gefühle. Hören Sie, Sir, wieso können Sie nicht verstehen, dass das Fliegen für mich der einzige Grund ist, weiterzuleben? Ich verlange, dass ich wieder auf die Pilotenliste gesetzt werde. Wertvolle Zeit totzuschlagen macht mir keinen Spaß. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Wahrscheinlich, weil ich mir zu viele Gedanken machte, Sir. Vielen Dank, Sir.
Colonel, es war eine gute Entscheidung, dass Sie Flint wieder auf die Einsatzliste gesetzt haben. Wir brauchen jeden guten Piloten. Ich glaube, sie ist wieder zur Vernunft gekommen. Fangen wir mit der Arbeit an. Wir erwarten einen Waffenkonvoi. Falls wir ihn durch die Blockade durchkriegen, könnte sich die Basis selbst verteidigen. Wir müssen diesen Konvoi schützen. Koste es, was es wolle. Viel Erfolg. Nicht jetzt, Partner. Ihr Helden wolltet ja alle unbedingt Erkundungsflüge machen. Das heißt, wir Mechaniker haben keine ruhige Minute mehr. Wurde auch langsam Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin überrascht. Ihr Lächeln macht sie noch hübscher. Ich kann die Kirathi fühlen, Sir. Jetzt, da wir in ihrem Gebiet sind, droht ihnen nur eins, durch meine Hand getötet zu werden. Na sowas. Man hat sie für die Offensive eingeteilt und schon kommen sie aus dem Schneckenhaus. Ich bin nicht Pilotin geworden, um Kindermädchen zu spielen. Wir machen die Kirathi fertig. Kommen Sie, versuchen Sie Ihr Glück, Sir. Abheben, das ist doch vorher gestattet, oder nicht? Sie wären überrascht, wie viele Neulinge einfach den Einsatz hinblättern und dann entsetzte Gesichter machen, wenn sie verlieren. Wenn Sie so naiv sind, haben Sie es nicht anders verdient. Ich hörte, dass wir eine Garnison angreifen. Ich habe noch keine Anweisungen bekommen. Ich habe meine Ohren gespitzt. War ziemlich interessant, was ich gehört habe. Es ist mir lieber, wenn ich darüber unterrichtet bin, was wir angreifen. Wissen Sie, das Hauptquartier hat die üble Angewohnheit, alles als militärische Einrichtung einzustufen. Auch wenn es keine ist. Und ich liebe es, auf Nummer sicher zu gehen. Hey, wir sind die Guten. Haben Sie das vergessen? Wir gehen nicht auf Unschuldige los. Das ist der Unterschied zwischen den Kirathi und uns. Meinen Sie? Denken Sie an die Karten. Es gibt viele, die nie nachfragen, was ausgeteilt wird. Lassen Sie mich raten, Sie sind ein AN. Ich verstehe nicht, Sir. Ein Angriffsneuling, zum ersten Mal hinter der feindlichen Linie? Im eigenen Land, da ist der Einsatz immer etwas größer. Nun, feindliche Linien sind nur Striche auf der Karte, Vaquero. Sie haben keinerlei Bedeutung. Keine Angst. Ich bin froh, dass wir die Katzen endlich angreifen. Was denken Sie, Lieutenant? Haben wir nach all dem noch eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Möglich. Aber es wäre noch zu früh, über eine Siegesfeier nachzudenken. Die Einsätze, die wir zurzeit fliegen, machen Spaß. Die vorherigen Angriffe waren doch nur kindische Spielereien. Ja, ein bisschen Rambazamba ist gut für die Seele, das ist richtig. Seltsam. Trotz des ungeheuren Geschicks und des Mutes, das das Fliegen verlangt, wird die Abenteuerlust eines Kilrathi dadurch nicht befriedigt. Für uns ist das kein richtiger Kampf. Euch fehlt dabei das Persönliche? Wir lernen mit diesen Clown zu kämpfen noch, bevor wir ein Wort sprechen oder laufen können. Erscheint dir das als primitiv? Sei ehrlich. Töten ist töten, da gibt es keinen großen Unterschied. Du bist einer der besten Piloten, die wir haben. Was soll das? Fang nicht an, das zu kritisieren, was du tust. Colonel, wir befinden uns nun aufgrund Ihrer Flugkünste im Kilrathi-Gebiet. Ja, wir sind stolz auf Sie. Wie Sie vielleicht schon aus der Gerüchteküche erfahren haben, sind wir hier, um die Militärgarnison in diesem Sonnensystem zu vernichten. Wir müssen uns an mehreren Zwischenposten vorbeikämpfen. Hier wimmelt es von feindlichen Patrouillen. Jedes Schiff, das zum Jump Point entwischt, kann die übrigen Kilrathi über unsere Anwesenheit hier informieren. Und das würde bedeuten, dass wir die gesamte Offensivaktion abblasen müssten. Schießen Sie sie ab. Es darf keiner entkommen, Colonel. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Herrlich, der Mumm dieses Mannes. Danke.
Hallo, Colonel. Schön, Sie zu sehen. So gute Laune heute? Ja, es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Als ich klein war, hat uns unser Vater alles über die Kriegsführung beigebracht. Alles, was er wusste. Auch wenn sich die Waffen ändern, wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Ja. Nehmen Sie den Trojanischen Krieg. Auch er hat sich über viele Jahre hingezogen. Wurde er nicht mit Hilfe eines Holzpferdes beendet? Ja, so heißt es in der Mythologie. Für mich zählt nur, dass er irgendwann endete. Ja, es ist gut zu wissen, dass Kriege nicht ewig dauern. Wenn es einem auch so vorkommt. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Ich bin bereit, Sir. Vor uns liegt eine besonders diffizile Aufgabe, Colonel. Wir werden Versteck spielen. Sehen Sie sich diese Nebelbank an. Die Kilrathi benutzen Sie, um unbeobachtet mit Konvois in dieses Sonnensystem hinein- bzw. hinauszufliegen. Da der Nebel auch uns verdecken wird, können wir Ihnen sicher größere Schäden zufügen. Sie, Colonel, müssen dafür sorgen, dass kein feindlicher Flieger entkommt, der die anderen Kilrathi warnen könnte. Ich weiß, wie gefährlich es ist, in einer Nebelbank zu navigieren. Nur die besten Piloten mit viel Flugerfahrung sind dazu in der Lage. Ich hoffe, Sie sind einer von diesen Piloten. Sie können sich darauf verlassen, Sir. Erklär mir, wie sich das terranische Trägerschiff unserem Zugriff entziehen konnte, obwohl sein Jump Point von uns verdunkelt worden war. Zu meinem größten Bedauern, mein Prinz. Ist es den Terranern gelungen, außerhalb des Nebels einen Jump Point zu finden. Und dort funktionieren unsere Verdunklungstechniken nicht. Was gibt es noch? Wir haben erfahren, leider erst nachdem es zu spät war, dass das Herz des Siegers einer der Beschützer des Trägerschiffs ist. Der Kaiser darf auf keinen Fall erfahren, dass es den Terranern gelungen ist, einzudringen. Ich stimme mit euch völlig überein, mein Prinz. Der Kaiser soll sein Augenmerk weiterhin nur auf das übergeordnete Ziel richten, auf unseren endgültigen Triumph. Der aber durch das Herz des Tigers gefährdet und in Frage gestellt ist. Ich hatte mit großer Geduld viele Jahre gewartet. Nun ist es an der Zeit. Kein weiterer Aufschub. Ich bin derselben Meinung, mein Prinz. Bereite alles vor, damit wir den Denkzettel abschicken können. Gern. Ihr Volk kann Jump Points verschließen. Wieso haben Sie uns nicht davor gewarnt? Lieutenant, ich glaube nicht, dass unser gemeinsamer Feind den Jump Point verschlossen hat. Das war keine Halluzination, als er auf meinem Sichtschirm verschwand. Unser verehrter Captain Eisen hat die Theorie aufgestellt, dass der Feind den Jump Point nur verhüllt hat, was mit ein bisschen Nebel ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Das würde auch erklären, wieso das Ariel-Sonnensystem so lange Zeit als Konvoi-Schneise benutzt wurde. Sie kennen das Ariel-Sonnensystem doch wie Ihre Westentasche. Und jetzt wollen Sie behaupten, Sie wussten nicht, was uns bevorstand? Genauso wenig wie Sie, Lieutenant. Das ist gelogen. Verzeihung. Lieutenant, falls Sie dafür Beweise haben, wünsche ich, dass Sie mir das unter vier Augen mitteilen. Alles klar? Ja, Sir. Du hast Zweifel. Was meine Loyalität betrifft, alter Freund. Ach komm schon, Hobbs, natürlich nicht. Cobra ist als Pilotin hervorragend. Ihr Hass spornt sie zu Höchstleistungen an. Und darauf können wir im Moment nun mal nicht verzichten. Sie können doch die Jump Points nicht dicht machen. Ich fass es nicht. Ich meine, jetzt haben sie uns doch in der Hand. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sehen Sie nicht gleich so schwarz. Wahrscheinlich haben sie es nur geschafft, einen Jump Point zu verdunkeln. Nicht zu fassen. Der einzige Grund, wieso ich hier landete, ist eine Wette. Naja, so kann man sich selbst reinreiten. Tja, so viel Glück ist kaum zu ertragen. Wir fliegen von einem Nebel zum anderen. Man könnte fast denken, wir hätten eine Rundreise durch den Weltraum gebucht, Colonel. Betrachten Sie doch das Positive daran, Maniac. Was wäre das? Wenigstens haben wir immer etwas, wohinter wir uns verstecken können. Sehr witzig. Was ist los? Unser Kommunikationszentrum ist lahmgelegt. Raten Sie mal, wer dahinter steckt. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Sie aufgeschmissen sind. Ich tue, was ich kann, Sir, aber hierbei handelt es sich um so eine Art Videovirus. Ach, man müsste das Programm mal durchchecken. Ich habe in eurer sogenannten Bibel die Prophezeiung gelesen,
dass es in eurer Welt Eulen und Zähneklappern geben wird. Und diese Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Wir werden euch die Zunge herausreißen und euch den Verstand aus den Schädel kratzen. Da können wir nur hoffen, dass sie uns nie in ihre Pfoten kriegen. Wir werden an euch ein Exempel für die anderen Völker in der Galaxie statuieren. Bla 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 bla. Zu unserer Belustigung. Da wird Ihnen aber mit Sicherheit das Lachen vergehen, Senor Gato. Und euer Volk wird tausende von Qualen ertragen müssen. Werdet jetzt nicht übermütig. Nur weil sich das Herz des Tigers unter euch befindet. Wenn wir mit Colonel Blair fertig sind, wird nur noch ein Klumpen Blut von ihm übrig sein. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass du für jeden einzelnen meiner edlen Krieger bezahlst, der im Krieg durch deine Hand gestorben ist. Ich lasse jetzt dich und deine jeweiligen Genossen allein, damit ihr über eure unrühmliche Zukunft nachdenken könnt. Ich wusste ja gar nicht, dass er sie kennt. Wir haben schon einige Runden im Ring hinter uns gebracht. Ich muss sagen, wirklich ein netter Spitzname. Das wusste ich nicht, Captain. Ich würde gerne auf diese Ehre verzichten. Wenn ihr mich fragt, die Kilrathi haben Angst. Möglicherweise hat unsere Invasion in Ariel etwas damit zu tun. Hops! Die Kilrathi waren schon immer der Meinung, Kriegsführung hat viel mit Psychologie zu tun. Dass es nicht nur ein Wettstreit der Waffen ist, sondern auch der inneren Stärke. Blödes Geschwafel, so nenne ich das. Die Kilrathi glauben, dass nur die Überheblichkeit siegen wird. Ich gebe zu, nicht gerade ein bewunderungswürdiges Gedankengut, das mein Volk da entwickelt hat. Dass ich nicht lache. Seit wann haben denn Ungeheuer ein bewundernswürdiges Gedankengut? Captain, eine kilratische Kampfeinheit kommt auf uns zu. Keine Ahnung, wie sie unseren Jump Point ausfindig machen konnten. Angst scheinen sie jedenfalls nicht zu haben. Wir sprechen uns in der Kommandozentrale. Colonel, eine Frage. Sind Sie so empfindlich, dass Ihnen die heiße Luft, die Trackers in unsere Richtung blasen lässt, was ausmacht? Nein, Sir. Gut. Das Hauptquartier ist sich ziemlich sicher, dass die Kilrathi im Ariel-Sonnensystem ein Verfahren entwickelt haben, das ihnen ermöglicht, Jump Points zu verhüllen. Sie benutzen dazu Nebelgase wie eine Art Vorhang. Das gelingt ihnen wohl nur im Ariel-Sonnensystem. Deshalb führen sie dort auch den größten Teil ihres Konvoiverkehrs durch. Das ist gut zu wissen. Ich habe es nämlich satt, vor verschlossenen Türen zu stehen. Tja. Offensichtlich war die Übermittlung des Prinzen ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie mit geballter Kraft hinter uns her sind. Wir trennen uns also von unserer Eskorte, sobald wir in diese Nebelbank eingedrungen sind. Sie beschützen die beiden Zerstörer. Die Navigation hat einen neuen Jump Point geortet, durch den wir uns zurückziehen können, sobald wir eine große Anzahl unserer Verfolger ausgeschaltet haben. Geben Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Mein Vater hat ein paar sehr festgefügte Vorstellungen darüber, was Flüge unter diesen Bedingungen betrifft. Seiner Meinung nach gibt es immer eine Möglichkeit, die Feinde mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ich erhielt eine Holonachricht von ihm. Dank Rawlins hat der Melder wieder funktioniert. Wo fliegt Ihr Vater denn zurzeit? Leider fliegt er nur noch vom Schreibtisch aus. Ah. Er wünscht sich sicher, wieder Pilot zu sein. Ja, darauf können Sie alles wetten. Es ist wie eine Sucht, nicht wahr? Ich meine, es gibt nichts Schöneres als zu fliegen. Kann ich Ihren Vater mal kennenlernen? Von Kerlen wie ihm können wir lernen, wie ein Krieg zu führen ist. Er möchte Sie auch kennenlernen. Ich habe ihm erzählt, dass ich mit Ihnen fliege und er war sehr beeindruckt. Tatsächlich. Vielen Dank. Hören Sie, Colonel. Wie immer liegt eine Menge Arbeit vor uns. Das ist mir klar. Sehen Sie diese Kilrathi-Jäger, die sich von dem Rest der Gruppe gelöst haben? Ich glaube, sie haben rausbekommen, wo der Jump Point ist. Jetzt wollen sie wohl die Nebelbank, die wie eine Funkabschirmung wirkt, verlassen, um ihre Entdeckung an das Flottenoberkommando durchzugeben. Sie müssen jeden einzelnen von ihnen daran hindern, da rauszukommen und einen Funkspruch auszusenden. Viel Glück, Colonel. Hoffentlich gute Neuigkeiten, mein Prinz. Ich künde euch von neuen kilratischen Ruhmestaten, Euer Exzellenz. Die Terraner hatten versucht, in das Ariel-Sonnensystem einzudringen.
Aber wir haben sie wie einen Schwarm kleiner Insekten verscheucht. Sie sind nur ein winziges Ärgernis und eurer geschätzten Aufmerksamkeit nicht wert. Sehr gut, ich werde nicht eher ruhen, bis die Terraner ein für alle Mal in die Knie gezwungen sind. Ihr Widerstand nagt fürchterlich an mir. Und keinem Kaiser der Kilorasi dürfen die letzten Monate seiner Herrschaft von so einer traurigen und schweren Bürde verdunkelt werden. Oh, aber eure Exzellenz stehen, wie wir hoffen, erst am Anfang der universellen Regentschaft. Bald wird es eurer Exzellenz vergönnt sein, mit der Tyrannischen Konföderation umzuspringen, ganz wie es euch gefällt. Darauf, Majestät, schwöre ich euch einen heiligen Eid. Ich bin mehr als entzückt, mein Prinz. In Kürze wird ein neues Weltkapitel beginnen. Wir haben alles vorbereitet, um den Tyrannen einen Denkzettel zu verpassen. Handelt es sich dabei um den Denkzettel, den wir schon einmal in Erwägung gezogen haben? Ja, euer Exzellenz. Ja. Denn nun ist die Zeit reif dafür. Rollins. Seit wann bin ich das Dienstmädchen hier? Es ist mir eine Ehre, Sie an Bord zu haben, Admiral. Freut mich, Captain. Danke. Sir. Das scheint mir gutes Material zu sein. Sieh an. Der legendäre Colonel. Freut mich, Sie wiederzusehen. Danke, Admiral. An Bord dieses Raumschiffes gibt es nur Piloten, die versuchen, ihre Arbeit zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob solche Bescheidenheit in Ihrem Fall richtig ist. Ich erwarte weitere Heldentaten. Ach, da fällt mir ein, dass ich meinen Privatkoch mit an Bord gebracht habe. Sehen wir mal, ob wir was Anständiges zu essen bekommen. Für Sie muss das die reinste Nostalgieveranstaltung sein. Zuerst der Kilrathi-Prinz und jetzt Admiral Torwin. Wer wird der Nächste sein? Tut mir leid. Ich weiß, an wen Sie jetzt denken. Ach ja? Sie sind wohl Telepathin. Nein, aber ich weiß über Ihre Vergangenheit vielleicht wesentlich mehr, als Sie ahnen, Sir. Sie ist Colonel für verdeckte Operationen. Erstaunlich. Woher wissen Sie das alles? Schon als Kind war Wissen meine Waffe. Mädchen sollten den Jungs immer ein bisschen voraus sein, nicht wahr? Und deshalb weiß ich auch, dass sich die Wege des Admirals und ihre Wege in den letzten Jahren mehr als nur einmal gekreuzt haben. Treffender wäre wohl, wir sind aneinander geraten. Er hat leider auch ein großes Wissen und die Vorschriften, die kennt er in- und auswendig. Er hat nur keine Ahnung vom menschlichen Herzen. Da kann ich Ihnen wirklich nicht widersprechen, Flint.